Ich habe noch eine weitere Frage. Yes. Ein Vampir, das Fleisch frisst, das ist immer noch abstoßend. If it satisfies you, I make an effort to only prey on the weak and worthless, consuming their flesh not out of spite, but out of self-preservation. I wither and rot without it. It is my survival. Ich habe noch eine weitere Frage. Yes. Was diese Gegenstände betrifft. Yes. Erzähle mir von dem Buch. It is used to communicate with certain entities otherworldly. It is a tome called the Voce del Morte. Should you find yourself within the walls of the Giovanni, seize the opportunity and take it, or they will make sure you never have another. Ich werde es finden und dir bringen. The kind's fate was sealed the moment. Yes, for these items, I will exchange items of similar worth. Och, das darf doch nicht wahr sein. Entschuldigung, dass ich das hier... Das ist nur für... Erzähl mir von diesem Gegenstand, das sich in einem Museum befinden soll. A fetish is described in a 19th century chronicle of a British platoon's encounter with a local tribe. Soldiers would go missing in the night and be replaced by these fetishes. It may be valuable to my studies. Und das andere? It is used to communicate... Okay. So... Fischer will, dass sie zwei okkulte Gegenstände finden und ihr bringen. Einer ist ein Götze aus dem Museum, der andere ist ein Buch im Anwesen der Giovanni. Oh, das Museum kriegen wir, denke ich mal, wenn es gut läuft, recht schnell. Das andere Buch im Anwesen der Giovanni, das wird noch dauern. Aber im Großen und Ganzen ist Fischer eigentlich eine ganz nette. Yes. Yes. Und wir kriegen, und das ist ein Tauschhandel. Wir geben ihr zwei okkulte Gegenstände, die sie sucht. Und wir kriegen dafür von ihr zwei okkulte Gegenstände, die wir sehr gut gebrauchen können. Ach, hier waren noch Morphiumfläschchen. Ich dachte... Okay. Ich schaue noch mal kurz, wenn ich sage kurz, dann meine ich auch wirklich nur kurz hier im Krankenhaus rein. Ob ich nicht noch was hier finde. Nope. Okay, hier ist auch nichts. Eigentlich mit der hohen Sinneswahrnehmung müssten wir eigentlich die Sachen recht schnell finden. Und Pischer zu töten, wäre sehr unklug. Ganz einfach aus dem Grund, weil die zwei okkulten Gegenstände können wir sehr gut gebrauchen. Der eine ist der Schlüssel von Alamut. Also the Key of Alamut. Und das andere war auch sehr, sehr nützlich. Der Key of Alamut war, glaube ich, Verringerungsstufe der Raserei, dass wir nicht ganz so furchtbar schnell in Raserei geraten. Verdammt, okay, Dr. Grout, bitte, dringend. Das wird unsere nächste Quest sein, die wir jetzt machen müssten. Bevor wir auch wieder in Grouts Mansion gehen oder in Grouts Anwesen. Sollten wir erstmal Blut trinken. Vorbereitung ist das A und O. Das Alpha und das Omega. Weil das Anwesen hat es auch echt in sich. Aber mir gefällt dieses Anwesen. Hätte ich so viel Kohle, würde ich auch so ein Anwesen haben. Okay, Sackgasse. Sag mal bitte, es gibt keine Ratten mehr. Komm schon, ich brauche Ratten.
Na also. Weil die Blutbeutel will ich soweit aufheben. Oh, 4 Erfahrungspunkte, das ist sehr gut. Einschüchtern oder Handgemenge. Oder ich spare, dass ich Computer vielleicht oder irgendwas anderes aufstufen kann. Also langsam kommen wir leider in einen Bereich, wo wir gar nicht mehr großartig was aufstufen können. Sondern müssen halt jeden verdammten Punkt zusammensparen. Abgeschlossen. Immer noch. Okay. Boah, das reicht aber. Ich höre doch eine Ratte. Ja, da habe ich doch gerade eine gesehen. Zwei sogar. Oh, sehr gut. Wie schon gesagt, Vorbereitung A und O. So. Perfekt. Dann können wir jetzt zu Grout Mansion gehen. Allerdings werde ich erstmal speichern. Das sollte ich echt mal wieder tun. In diesem Spiel vergisst man ziemlich schnell das Speichern. Und automatisch speichern speichert leider auch nicht überall, wo man es gern hätte. Crackhaus, da haben wir das letzte Mal gespeichert. Ernsthaft? Crackhaus, wann war denn das? Ah, okay, ja, ich weiß wo. Das war die Bruderschaft. Sehr schön. Dann würde ich sagen, beim nächsten Male schauen wir erst in Grout Mansion rein. Wird Zeit für eine Aufnahmepause. Denn wir haben echt wieder viel erreicht. Wir haben das Schiff Elizabeth Dane erkundet. Mit dem Sarkophag von Ankara. Wir haben Mercurio Vertrauen gefunden oder bekommen. Besser gesagt, wir haben uns mit den Anarchen angefreundet, wir haben die Pestträger aus dem Weg geschaffen, wir haben uns gut Freund mit Maximilian Strauss gemacht und würde sagen, beim nächsten Mal kümmern wir uns um Grouts Mansion bzw. suchen nach Dr. Alistair Grout. Ja gut, würde ich sagen, was ist von meiner Seite aus hier. Ich hoffe, das Let's Play und die Aufnahmesession haben euch soweit bisher gefallen. Falls ihr habt, bitte abonnieren, kommentieren, gut bewerten, würde uns freuen und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession von Vampire by Masquerade Bloodlines. Mit mir, dem Malka von euren Online-Game Masters. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao, bis dann.